Das Feld der Rosen. Eine Meditation mit dem Erzengel Uriel. Lieber Hörer, du hast bereits eine bequeme Haltung für dich eingenommen, in der du völlig entspannen kannst. Du bist gut vorbereitet. So bist du nun neugierig auf diese kleine Reise in die Landschaft deines Inneren, die dich hier erwartet. Und doch irren noch so manche Gedanken des Tages in deinem Kopf umher. Das eine oder andere Bild, ein Augenblick, der deinen Geist noch nicht ganz zur Ruhe kommen lässt. Das ist ganz normal. Es ist ja wie am Abend, wenn wir zu Bett gehen, um schlafen zu wollen. Unmöglich, sich einfach zur Seite zu drehen und sich in einen tiefen Traum fallen lassen zu können. Und so richtet sich deine ganze Aufmerksamkeit mehr und mehr auf meine Worte. Meine Stimme, die dir vielleicht noch fremd ist, die du aber vielleicht auch schon aus anderen Audioaufnahmen kennst. Meine Stimme, die dir zunehmend vertrauter wird, so als ob du sie schon lange kennst. Meine Stimme, die deine Gedanken nun langsam fortträgt, wie kleine weiße Wolken, die an einem wohligen Sommertag am hellblauen Himmelszelt dahintreiben. Leicht getragen von der sanften Luft, die zart deine Haut berührt. Angenehm, vertraut, an diesem Ort deiner inneren Landschaft. Und du erlaubst es dir, auch schon deine Augen schließen zu dürfen. Hier, wo du völlig sicher bist. Und du weißt, dass du jederzeit ins Hier und Jetzt zurückkehren kannst, denn alles bleibt in Erinnerung. Alles geschieht völlig bewusst. Wann immer du zurückkehren möchtest, reicht nur der Gedanke daran, um wie aus einem Traum zu erwachen, entspannt und ausgeruht. Erlaube dir, dich fallen zu lassen in diese Reise in das Land deines Inneren. Betrachte deine innere Welt nun aufmerksam mit deinem inneren Auge. Wir alle haben ja unsere ganz eigene Welt in uns. Welche Bilder werden dir schon gezeigt? Welche Landschaft kannst du schon erkennen? Konzentriere dich ganz auf die Landschaft deiner eigenen, deiner ganz persönlichen, deiner ganz individuellen Welt und nimm sie wahr. Kannst du schon eine Umgebung erkennen? Oder erscheint noch alles im Dunkel oder unscharf, wie im Nebel, der sich noch nicht ganz gelichtet hat? Findest du die Orientierung schon? Oder scheint es dir wie ein Raum ohne Licht, in dem man nur die vagen Umrisse erahnen kann? Doch schaue genau. Kannst du ein kleines Licht dort erkennen? Wie ein winziger leuchtender Punkt zunächst. Sieh dich um in alle Richtungen. Aufmerksam. Und du findest den kleinen hellen Lichtball. Ja. Gehe zu ihm. Und immer deutlicher kannst du ihn nun wahrnehmen. Eine reinste kleine Energie, wie ein Ball, leicht, leuchtend und rein. Ganz ruhig und vertraut wirkt er auf dich. Eine wahre Entspannung.
Nimm das Licht der Entspannung in deiner Hand. Spüre genau, wie wohl sich das anfühlt, wie angenehm warm und zart. Lass das Licht der Entspannung in deine Hand fließen. Spüre, wie es sich ausbreitet, ganz wohlig in deine Arme, Schultern, deinen Hals und Nacken und nach durch deinen ganzen Körper fließt eine wohlige, angenehme Energie. Welch eine Wohltat! Das Licht der Entspannung öffnet dir den Weg in deine innere Welt. Betrachte nun wieder deine Umgebung mit deinem inneren Auge. Siehst du das Tor deiner inneren Landschaft in dir? Ein Portal, vielleicht ein Fenster, vielleicht eine Tür, ein Gartentor vielleicht, vielleicht auch nur eine Hecke, durch die man hindurchgehen könnte. Was auch immer. Wie sieht das Tor zur Landschaft deines Inneren aus? Gehe zum Tor deiner inneren Welt und halte dort noch einen Moment inne. Wie fühlt es sich an, dort zu stehen? Macht es dich neugierig, wie es sich wohl anfühlen würde, durch dieses Tor zu gehen? Oder macht es dir Angst, so allein plötzlich? Denn hier bin ich sicher. Doch soll ich mich trauen, dort ganz alleine einzutreten? Vielleicht denkst du das. Und so wollen wir Uriel bitten, dich zu begleiten. Engel sind ja himmlische Wesen, die uns beistehen, die uns Liebe, Wärme und Geborgenheit geben und die uns begleiten auf dem Weg unseres Lebens und unserer Seele. Uriel erwartet dich an der Pforte zum Tor deiner inneren Welt. Spüre, wie es sich jetzt anfühlt, wenn du gleich das Tor öffnen wirst, wenn du weißt, dass du ganz sicher begleitet wirst. Und so kannst du dich nun trauen. Öffne das Tor mit beiden Händen und Armen, ganz sanft und leis, und trete ein in das Land deiner inneren Welt. Spürst du die Energie von Uriel? Unmittelbar umhüllt dich Uriel ganz sanft mit seiner rosa, rotfarbenen Energie. Und erlaube dir, einfach loszulassen, dich tragen zu lassen, ganz leicht, ganz frei, so zart und angenehm. Und blicke vor dich mit deinem inneren Auge und sieh die Weite
grüne Landschaft der Wiesen vor dir, weite Felder bis zum Horizont, wo sich der leicht blaue Himmel des schönen Sommertages erstreckt. Atme die frische, klare Luft ein mit deiner Nase und lasse alle Reste der Anspannung durch deinen Mund wieder ausströmen. Genieße diese grenzenlose Weite, diesen Blick in die herrliche, unendliche Natur. Und vor dir liegt ein Pfad, dem du nun langsam folgst, inmitten der weiten Wiesen und Felder. Spüre, wie das Gras leicht im Winde sich wiegt, wie zart es streicht über deine Haut. Lausche dem Klang dieser Ruhe dort. Hörst du die kleinen Grashüpfer, wie sie im dichten, hohen Gras ihr Sommerlied zirpsen? Das leise Zwitschern der Vögel in der Ferne, in den Bäumen und Sträuchern, die dort am Weg entlang wachsen? Kannst du das leise, ruhige Plätschern vernehmen des kleinen Baches, der am Feld entlang rennt? Ja, folge dem Pfad weiter zu dem kleinen Bachlauf. Schau, wie klar das Wasser ist des kleinen Baches. In winzigen Wellen kringelt es sich hier und dort um die kleinen Steinchen, die dort ganz hell und flach herausragen. Und nur ein kleiner Schritt und schon kannst du das Bächlein überqueren. Denn auf der anderen Seite geht unser kleiner Fußweg weiter. Weiter auf diesem feinen, sandigen Boden, diesem schmalen Pfad, ganz dicht entlang am Bach, während zur linken Seite die weiten grünen Wiesen liegen, ist der Weg nun zu unserer rechten Seite hügeliger. Unser Pfad am Bach wird enger. Schmal geht er entlang an einer steilen Hügelwand, die den Weg mehr und mehr begrenzt. Doch vor uns schon sehen wir das Ende des steilen Hanges, wo unser Pfad auf eine wundervoll breite Lichtung führen wird, was uns wohl dort für eine herrliche Aussicht erwartet. Lasse die steile Bergwand nun hinter dir. Und vom Pfad aus betrittst du eine leuchtende Sommerwiese. Wie herrlich weit sie sich erstreckt. Das Summen der kleinen Bienen, das Grillen, Zirpen. Und dort, nur wenige Meter weiter, liegt ein kleiner See mit winzigen Bäumen, die ihn umsäumen. Ein wahrer Ort der Ruhe. Ein wahrer Ort der absoluten Entspannung. Gehe zum Ufer des kleinen Sees, denn dort zur Rechten steht ein alter Baum. Wie viele Zeiten er wohl hier schon steht und dessen breiter, wohlgeformter Stamm lädt uns ein, sich dort auf einen Ast zu setzen. Wie wundervoll die Ruhe der Natur hier ist. Wie herrlich die kleinen Sternchen glitzern auf der seichten Oberfläche des Wassers, wie die Sonne mit den kleinen Wellen spielt.
Ja, hier kann man sich wirklich erholen. Wie herrlich frisch die Luft riecht. Nach dem Boden des Waldes, nach dem Wasser des kleinen Sees. Und bemerkst du schon diesen wundervoll süßlichen, frischen Duft? Ein Duft wie das zarte Rot von Uriel. Ja, der Duft von Rosen. Woher kommt dieser Duft nur? Du stehst auf und läufst um den Baum, auf dessen Ast du gerade noch gesessen hast. Oh, und du siehst es voller Staunen, wie ein großer Bogen, ein Tor aus Rosen. Ja, du gehst hindurch. Das Feld der Rosen, so weit dein Auge blicken kann, in allen Farben und all der Schönheit liegen sie vor dir. Rosen, unzählbar viele, ganz weich und zart, so wie ihr Duft sind sie. Kein Dorn, der dich verletzen könnte. Ganz vorsichtig betrittst du ihr Feld, dass du nicht eine von ihnen verletzen könntest. Und schließe einfach deine inneren Augen. Nimm ihn wahr, diesen herrlichen Duft der Rosen. Schmecke ihn mit all deinen Sinnen, wie die Liebe der Rosen in dich fließt. Wie die Liebe der Rosen dich ganz umhüllt. Wie die Liebe der Rosen dich einhüllt. Als wenn du selbst inmitten der ganzen Energiekugel stündest. Die Liebe der Rosen, die dich schweben lässt in ihrem Duft. In ihrer Leichtigkeit, ihrem Sanftmut, der Zartheit, die dein Herz erfüllt mit reinster Liebe. Genieße diesen Augenblick der Freiheit, der Liebe in dir. Und du weißt, dass es doch langsam aber sicher an der Zeit ist, wieder zurückzukehren. Danke, Uriel, in deinen Gedanken, dass er dich so liebevoll begleitet hat. Und während deine Augen noch geschlossen bleiben, siehst du nun wieder das Tor zur Landschaft deiner inneren Welt vor dir. Nun ist es Zeit, wieder zurückzukehren, durch dieses Tor, durch das wir gekommen sind. Darum öffne das Tor deiner inneren Welt mit beiden Händen und Armen wieder und gehe hindurch. Sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Und wenn wir nun zurückzählen, 5, 4, 3, 2, 1, öffnest du auch wieder deine Augen und entspannt und erholt bist du ganz wieder hier, wach, wie aus einem schönen, angenehmen Traum.